Die Nationalsozialisten betrieben eine gut organisierte Propaganda. Sie taten alles, um die Jugend zu beeinflussen. Die Verführung der Kinder setzte vor allem in der Schule an. Das ging von der Manipulation der Schulbuchinhalte über die Veränderung der Lehrpläne bis zur Neubesetzung der Schulleiter mit überzeugten Gefolgsleuten. Ich ging in Barmbek zur Schule, am Klinikweg. Und Barmbek war ja eigentlich doch so ein bisschen rot angehaucht. Und das war auch so eine rote Ecke. Also da hat sich vom Nationalsozialismus eigentlich als Kind nicht bemerkbar. Alle Lehrer trugen Parteiabzeichen. Einige kamen in ihrer SA-Uniform in die Schule. Das hatte natürlich auch den Vorteil, dass Uniformen auf Bezugsscheine, also auf ausgestellte Bezugsscheine zu haben waren, während alle andere Kleidung ging auf sogenannte Kleiderpunkte. Das war eine Sparmaßnahme für die betreffenden Träger solcher Uniformen. Die kriegten Stiefel und alles auf Bezugsscheine. Der Ton war ein anderer. Es ging oft zur Flaggenparade. Wir wurden in die Aula zitiert. Man musste Hitler, Goebbels reden und dergleichen anhören, ohne dass man eigentlich genau wusste, worum es ging. Wir waren damals 9 Jahre alt. Mit 9 Jahren hat man anderes im Kopf als Politik. Ja, wir mussten Heldler und aufstehen und stramm stehen. Und wenn das nicht sofort auf Anhieb klappte, so, das üben wir nochmal. Lehrer ging raus, wieder rein. So, und dann, also ganze Klasse, bumm. Naja, Jungs, so, setzen. Das war eigentlich ganz normal. Also, meine Eltern, mein Vater hat den Lehrer gefragt, ob es ginge, dass ein jüdischer Schüler jetzt in diese Schule käme. Und da hat der Lehrer gesagt, ja, solange der Führer es erlaubt. Das hat er gesagt, diese Worte. Und dann habe ich angefangen, und das habe ich alle Schüler, den Schülern dreimal erzählt. Also jeder Schüler habe ich das erzählt. Die Klasse war zwischen 50 und 60 Kindern. Wir mussten Bilder aus der Zeitung ausschneiden. Und Bilder von Hitler mit Kindern, weil der Führer die Kinder liebt. Der Führer liebt die Kinder. Das wurde uns eingepaukt. Und da mussten wir ausschneiden, das wurde dann auf Pappe geklebt und im Klassenzimmer aufgehängt. Der Führer mit Kindern. Im zweiten Schuljahr, also nach Ostern 1933, gab es in den Hamburger Schulen eine vollkommene Umstellung der Lehrpläne. Und das hat mich nun wieder sehr betroffen. Zunächst war ich natürlich, der Führer, Adolf Hitler ist Reichskanzler. Wir hatten zusammen die Zigarettenbilder gesammelt, mein Bruder und ich. Kampf ums Dritte Reich, das hatte die Zigarettenfirma Riems mal rausgebracht, dieses Album. Und wir sammelten mit Begeisterung da diese Bilder, klebten sie ein. Also wir waren, und ich war also Nazis, das war für mich das Höchste. Und diese Schule hatte eine Turnhalle mit allen Schikanen. Und dieses Wort Schikanen meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dort wurde von nun an schikaniert. Nicht für alle, sondern für Verweigerer, für Weichlinge, für Memmen, wie es damals hieß. Und ich war, was Turnen anbelangte, die Obermemme. Denn nichts hasste ich so sehr wie Turnen. Aber von nun an musste ich 6-mal in der Woche turnen. Und sonnabends, war damals ja noch Unterricht, aber sonnabends gab es sogar 2 Stunden Turnen. Also wir hatten in der Woche tatsächlich 7 Stunden Turnen. Und nun muss man sich einen Turnlehrer vorstellen, der ein Nazi-Turnlehrer war und schon bei diesen 8-Jährigen damit anfing, sie vormilitärisch auszubilden, das heißt zu drillen, zu schikanieren. Und
da sind natürlich diejenigen, die als Mehlsäcke da an den Geräten hängen oder sich ganz einfach wie ich habe mich verweigert da, weil ich es hasste, da. Man musste als Achtjähriger schon Riesenwellen, Bauchwellen machen und alles mögliche. Ich habe mich immer von den Geräten fallen lassen. Ich wollte es nicht. Und das hatten die Nazis mir eingebrockt. So hatte ich dann natürlich, war ich in einem Zwiespalt. Aber das betraf den Führer Adolf Hitler ja überhaupt nicht. Nicht? Denn auch zu Hause, meine Mutter, die sagte immer, ja, dieser Reisende, so hieß der Turnlehrer, das müsste man mal dem Führer melden. Wenn das der Führer wüsste, dass es hier solche Lehrer gibt. Also für die war der Führer etwas, der sowas also auch nicht duldete. Nicht? Also Hitler war nicht betroffen. Wir haben ja auch noch Schläge bekommen. Also in der Grundschule war also auch noch der Rohrstock üblich und ich habe ein paar übergezogen bekommen wegen Schwatzens. Das stand auch im Zeugnis. Klaus schwatzt zu viel. Wir haben ja in Hamburg wirklich hier sehr viel Alarm gehabt. Und je nachdem, wann Alarm war in der Nacht, ob vor 12, nach 12, wie lange Alarm war, danach richtete sich am nächsten Tag der Schulbeginn. Manchmal fiel die Schule dann einen anderen Tag ganz aus, je nachdem, wenn das jetzt bis morgens durchging. Ich habe mal zusammengerechnet und überschlagen, mit allen Ausfällen durch Alarm, durch Krieg, Ende 45 fing irgendwie dann überhaupt die Schule wieder an. Da habe ich vielleicht da insgesamt vielleicht 6 Jahre Schule gehabt. Alles andere war Ausfallzeit.